Bastelkleber selbst herstellen ist fast wie Kuchen backen. Die Anleitung wirkt anfangs wirklich fast wie ein Kuchenrezept. Man braucht Mehl, Zucker, Wasser und Essig, deshalb eben nur fast wie Kuchen backen. Eine Tasse Mehl und eine Dritteltasse Zucker in eine Schüssel geben. 1,5 Tassen Wasser und einen Teelöffel Essig beigeben und alles ordentlich vermischen. Den Kleber könnt ihr nun zum Beispiel in ein Marmeladenglas abfüllen und jeweils mit dem Pinsel die gewünschte Menge rausnehmen. Oder ihr macht euch diese praktische Spritzflasche. Wie ihr die machen könnt, zeigen wir euch im Video, welches wir euch hier oben unter dem i und auch in der Videobeschreibung verlinkt haben. Der selbstgemachte Bastelkleber hat unseren Lifehackerin-Test auf Papier jedenfalls bestanden. Schreibt uns in die Kommentare, für was ihr den Bastelkleber verwendet habt und wo allenfalls auch die Grenzen vom Kleber liegen. Danke für euer Abo und bis zum nächsten Mal.